Jo Leute, was geht? Und jetzt willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine andere Version von Card Duplication Glitch zeigen. Vor ein paar Tagen habe ich ja einen Card Duplication Glitch hochgeladen und diese Version ist für all diese Leute, die keine Arena-Werkstatt haben. Den Money-Glitch habe ich bei meinem guten Freund DDR-Mods gesehen und würde mich auf jeden Fall echt mal freuen, wenn ihr auf seinem Kanal mal vorbeischauen würdet. Den Kanal werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. Eigentlich nur ein Nachtclub. In dem Nachtclub habt ihr dann, wenn ihr euch den Nachtclub gekauft habt, bekommt ihr dann einen kostenlosen Speedo. Den Speedo, den benötigt ihr dann auch. Und ja, ebenso benötigt ihr dann noch entweder ein Weenie Easy komplett aufgetuned oder dann halt ein LG Retro Custom, aber ich empfehle euch dann ein Easy, außer in der Firmengarage und Apartment meines Wissens nach. Ansonsten könnt ihr den Glitch wirklich in jeder x-beliebigen Garage machen und deswegen ja, könnt ihr einfach gucken, was ihr an Garagen habt und dann könnt ihr euch ja entscheiden, in welcher Garage ihr den Glitch dann machen wollt. Ebenso braucht ihr noch die Hilfe von eurem Freund. Begibt euch einfach mit eurem Freund ins LSK-Meet. So, sind wir dann im LSK-Meet angekommen. Wir steigen einfach aus unserem Auto aus. Unser Freund steigt in unser Auto ein. Ich habe jetzt mein Auto aus der Spielhallengarage genommen, weil ich aus der Spielhallengarage auch dann gleich duplizieren möchte. Unser Freund muss nichts anderes machen, außer einfach nur die ganze Zeit in der Garage im Auto sitzen bleiben. Wir teleportieren uns dann einfach mal zu unserer Nachtclub-Garage. Dafür geben wir einfach das Interaktionsmenü vorher, Markierung ausblenden, einfach auf Jobs alle auf eigene einstellen. Dann einfach einen Job in der Nähe von unserem Nachtclub starten. So, dann können wir jetzt einmal den Bot beitreten, den werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Anabak 2 ist immer in einem anderen Zielmodus. Den können wir jetzt ganz einfach beitreten. Warten wir jetzt, bis die erste Meldung ankommt. So, die erste Meldung nehmen wir an, die zweite lehnen wir ab und schon sind wir in der Nähe von unserer Nachtclub-Garage. So, dort anbekommen, begeben wir uns einfach dann in den Lieferanteneingang. Das ist es für die Leute, die jetzt kein Terabyte haben. Wenn ihr jetzt auch ein Terabyte haben solltet, könnt ihr auch in der Terabyte-Garage gehen. Das ist für die Leute, die jetzt aber wirklich gar nichts haben. Ihr könnt einfach dann in den Speedo reingehen, Steuerkreuz nach rechts drücken, Options, nochmal Options und dann Dreieck. Um wieder auszusteigen, mehr müsst ihr nicht machen. Wieder auf Options, auf Online und teleportieren wir uns dann in diese Garage, wo wir duplizieren wollen. Ich möchte jetzt in der Spielhallengarage duplizieren, das heißt, ich teleportiere mich dann jetzt in der Nähe von meiner Spielhallengarage. Wenn ihr jetzt in der Agentur duplizieren wollt, teleportiert ihr euch in die Nähe von eurer Agentur. Dann kommt jetzt wieder der Bot ins Spiel, die erste Meldung, die nehmen wir an. Wunderbar, und die zweite Meldung ganz einfach ablehnen und schon sind wir in unserer Nähe von unserer Spielhallengarage, begeben wir uns einfach dorthin. So, sind wir jetzt drin angekommen, begeben wir uns jetzt zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen, steigen einmal ein, fahren dann zum Ausgang, zum Garagenausgang. Da unser Freund jetzt in unserem Auto drin sitzt, können wir uns jetzt auch frei in dieser Garage bewegen mit dem Auto. Einfach die Beifahrerseite einmal blockieren. So, dann schnappen wir uns jetzt noch ein anderes Auto. Und mit diesem Auto blockieren wir dann einmal die Fahrertür. Drücken einmal Dreieck, wenn wir jetzt ins Auto geportet werden, so wie es bei mir der Fall ist, auf jeden Fall perfekt. Als nächstes geht ihr einfach zur Tür, wenn ihr oben die Meldung habt, Spielhalle verlassen, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt einfach nur X und Dreieck gleichzeitig drücken. Dann werdet ihr draußen mit dem Auto spawnen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt einfach nur Handy öffnen, Mechaniker anrufen und jetzt holen wir uns einfach irgendein Auto, was wir nicht mehr benötigen. Wenn ihr kein Auto mehr habt, was ihr aufgeben könnt, dann stellt euch einfach irgendein LG dann in die Garage rein. LG sind kostenlos. Na, ich für meinen Fall habe auf jeden Fall noch ein Auto, was ich nicht mehr benötige. Sobald der Mechaniker uns kontaktiert, können wir dann auch unsere MOC einmal ganz anfordern. Wir uns einmal dorthin. Gut angekommen, hinter der MOC fahren, Steuerkreuz nach rechts, die Meldung einfach annehmen und schon haben wir die erste Kopie fertig. Ich kann euch jetzt mal noch ganz schnell mal zeigen, wie man so eine weitere Kopie macht. Unser Freund sitzt einfach jetzt immer noch in unserem Fahrzeug drin und wir können in dieser ganzen Zeit permanent weiter duplizieren. Wie gesagt, ich begebe mich dann wieder in die Spielhallengarage, einfach in das Auto einsteigen, was wir uns duplizieren wollen, die ganzen Schritte einfach wiederholen. Das Gute ist, dass wir halt nur einmal auch in den Nachtclub und alles müssen. Das müssen wir alles nur einmal machen und können dann
sozusagen im 2- bis 3-Minuten-Takt können wir uns dann die Autos ganz easy duplizieren. So, jetzt auch einfach hier wieder die Fahrerseite blockieren. Wenn man das dann gemacht, dann einfach wieder ein anderes Auto suchen und die Fahrerseite blockieren. Dann testen wir wieder, ob wir reingeportet werden. Perfekt. Gehen dann wieder zum Ausgang, so dass wir die Meldung bekommen, dass wir die Garage verlassen können. X und Dreieck gleichzeitig drücken. Dann landen wir wieder draußen mit dem Auto. Jetzt einfach das Auto anfordern, was ihr nicht mehr benötigt. Ist auf jeden Fall perfekt. Und jetzt müsst ihr auch gar nicht mehr die MOC anfordern, denn eure MOC steht schon da. Das heißt, wir begeben uns einfach dorthin. Kreuz rechts drücken. Fahrzeuglager-Vollmeldung einfach akzeptieren. Und schon ist die zweite Kopie fertig. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so permanent durchgehend machen. Solange wie euer Freund einfach in eurem Auto drin sitzt. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.